Wir sind heute zu Besuch bei Akros. Neben mir ist der Alex. Und Alex wird uns heute zeigen, wie man einen Steuersatz vermisst und einpresst. Ja, genau. Also ich freue mich schon drauf und wir legen gleich los, würde ich sagen. Tun wir das. Ja, ich würde dir anhand des Schisscodes, witziges Wort, kurz erklären, wie du den richtigen Steuersatz findest. Schisscode ist... Tut mir leid, du kennst meinen Humor. Die Industrie hat den Schisscode entwickelt, Standardized Headset Identification System. Anhand dessen findest du auf jeden Fall den richtigen Steuersatz. Ich würde dir jetzt erstmal die drei Typen von Steuersätzen zeigen, die es da gibt. Angefangen beim External Cup Steuersatz findet sich meistens eben mal den ganz klassisch gebauten Rahmen wieder, Stahlrahmen etc. Die Lagerschale wird einfach oben und unten in den Rahmen eingepresst und ist durch, ihren Kragen natürlich einfach sehr, sehr gut sichtbar. Die zweite Variante, die es gibt, ist der Zero-Stack-Steuersatz. Ist im Prinzip so gemacht, dass ich eine Lagerschale habe, in die das Lager eingepresst ist. Diese Lagerschale wird direkt in den Rahmen eingepresst. Und das Einzige, was du am Ende dann noch siehst, wenn es eingebaut ist, ist eben halt nur noch dieser dünne Kragen. Das ist eigentlich alles. An welchen Bikes finde ich sowas? Das findet sich zum Beispiel an normalen Mountainbikes wieder oder eben an Carbonrahmen logischerweise auch. Das ist eigentlich so die am weitest verbreiteten Variante. Dann zu guter Letzt haben wir dann noch die IS-Variante, also die Integrated-Variante. Wenn du jetzt einen ganz leichten Rahmen hast zum Beispiel, der eben extrem auf Leichtbau gemacht ist, ist es halt so, dass du den Lagersitz dementsprechend schon im Rahmen drin hast. Wenn du dann den Steuersatz eingebaut hast, wirst du von außen eigentlich gar nichts mehr weiter sehen, außer eben glatten Übergang zwischen der Gabel und dem Steuerrohr. Diese drei Steuersatztypen gibt es natürlich in verschiedenen Dimensionen, je nachdem, was für einen Rahmen du eben halt hast. Aber da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Ansonsten, wenn du dir unsicher bist bei dem Typ oder was für ein Steuersatz benötigt wird für dein Bike, schau einfach auch ruhig auf die Homepage von dem Hersteller des Bikes. Jetzt haben wir ja schon herausgefunden, welchen Steuersatztyp ich brauche. Hier gibt es ja verschiedene Größen. Wie finde ich denn jetzt raus, welche Größe mein Steuersatz hat? Genau, es werden vier Messpunkte genommen, die zeige ich euch gleich. Wichtig ist einfach, dass ihr ein richtiges Messtool nehmt, in diesem Fall eine Schieblehre. Angefangen bei der Messung oben am Steuerrohr, unten am Steuerrohr, Gabelschaft oben, Gabelschaft unten. Wir messen immer den Durchmesser dementsprechend. Hier in dem Fall hätten wir 44 mm, es kommen in der Regel auch immer glatte Werte raus, also keine krummen Zahlen. Und unten 56 mm. Nächster Schritt wäre dann eben, die beiden Messpunkte an der Gabel abzunehmen. Da messt ihr einmal wirklich direkt auf der Gabelkrone, da haben wir 40 mm. Hier oben haben wir dann ja, knapp 28,6. Jetzt haben wir ja unsere Messwerte, das heißt, welchen Steuersatz brauche ich genau? Genau, also die Bauform ist klar, wir brauchen einen Zero Stack. Oben brauche ich einen ZS4430. 44 für den gemessenen Außendurchmesser vom Lager und die 30 beziehen sich auf den Innendurchmesser des Lagers. Ich habe natürlich beim Gabelschaftrohr oben 28,6 gemessen. Der Zentrierring reduziert dann dementsprechend auf die 28,6 runter. Beim unteren Lager sieht es so aus, da brauchen wir den ZS5640. 56 für die gemessenen Außendurchmesser des Lagers und Innendurchmesser des Steuerrohrs. Die 40 mm beziehen sich dann wie gesagt auf den Durchmesser von dem Konus. Bevor du deinen neuen Steuersatz einbauen kannst, musst du natürlich den alten erstmal entfernen. Dafür brauchst du verschiedene Spezialwerkzeuge, einmal einen Austreiber, um die Lagerschalen entfernen zu können und ein Werkzeug, um den Gabelschaftkonus auch abziehen zu können und logischerweise natürlich die Imbusschlüssel für deinen Vorbau. Genau. Zuallererst lösen wir eben die Vorbauschrauben, dann kannst du den Vorbau ganz easy abziehen, dann je nachdem wie viel Spacer du unterlegt hast, die eben beiseite legen. Normalerweise reicht ein leichter Schlag oben auf das Steuerrohr drauf und die Gabel rutscht dann schon ganz easy aus dem Steuerrohr raus. Auf eurer Gabel befindet sich dann noch der Gabelkonus. Dieser muss natürlich auch entfernt werden, wenn ihr einen neuen Steuersatz einbaut. Dafür braucht ihr eben halt ein entsprechendes Spezialwerkzeug, mit dem ihr den Gabelkonus abziehen könnt. Der Gabelkonus wird dann dementsprechend hier fixiert über die beiden Platten, die ich hier anschraube. Und dann können wir gleich oben die Schraube reindrehen und dann zieht sich eben der Gabelkonus runter und wir haben die Gabel vom Konus dann dementsprechend befreit. Um einen neuen Steuersatz einzupressen, müssen diese Schalen jetzt entfernt werden. Dafür werde ich jetzt den Austreiber verwenden und die Lagerschalen rausschlagen. Also das Austreibwerkzeug schiebt ihr von unten im Prinzip ins Steuerrohr rein, so dass es praktisch sauber sitzt auf dem Kragen der Steuersatzschale und schlagt dann oben vorsichtig mit dem Gummihammer drauf. Das gleiche machen wir dann eben auch oben, die obere Schale.
Legt am besten Lappen drauf, sonst fliegt die Schale durch eure Werkstatt durch. Treiben auch nochmal von unten gegen. So, zack, das war's. Die Oberschale kommt auch easy raus. Ja, ich würde euch jetzt ganz kurz die Punkte zeigen, die wichtig sind für den Einbau eures Steuersatzes. Als erstes brauchen wir einfach einen Gabelkonusaufschläger. Dann pressen wir die Lagerschalen nacheinander ein. Auf jeden Fall immer ein Spezialwerkzeug dafür verwenden. Als erstes nehmen wir uns die Gabel zur Hand. Hier wollen wir den Konus aufschlagen. Ich schmiere immer ein bisschen Fett auf den Sitz des Gabelkonuses, dass da auch nichts korrodieren kann. Dann lege ich den Gabelkonus auf, nehmt euren Aufschläger, platziert den wirklich vorsichtig auf dem Konus drauf und dann mit ordentlichen Schlägen den Konus auftreiben. Dann kontrolliert ihr nochmal eben halt den Sitz von dem Gabelkonus. Das Fett sollte sich so ein bisschen rausdrücken. Sollte natürlich jetzt kein Schlitz sein, das sollte wirklich plan aufliegen, das Ganze. Ja, wir pressen jetzt die Lagerschalen ein. Dafür braucht ihr eben halt auch das richtige Werkzeug. Ganz wichtig eben, wir verwenden in diesem Fall ein professionelles Einpresswerkzeug, weil wir hier einfach einen längeren Hebel haben, das etwas einfacher in der Bedienung ist. Es gibt aber auch von Akros das DIY-Tool für die Hobbywerkstatt, was auch sehr, sehr gut funktioniert. Ganz wichtig, wenn ihr die Lagerschalen einpresst, die Lagerschalen nacheinander und einzeln einpressen, nicht, dass ihr das Ganze gegeneinander verkantet und den Rahmen dadurch beschädigt. Ihr nehmt die Lagerschale, wir fangen jetzt eben hier mit dem oberen Lager einfach an, schiebt die auf euer Tool drauf, was ich auch immer empfehle, einfach nochmal die Lagerschale an sich und das Steuerrohr innen mit ein bisschen Montagepaste einzuschmieren, dass wir, wie gesagt, da einfach einen vernünftigen Sitz haben und es nicht zu Knackgeräuschen kommen kann. Dann setzt das Tool inklusive Lagerschale von oben ein, dann unten das Gegenstück draufsetzen. Achtet beim Einsetzen wirklich darauf, dass wirklich alles gerade sitzt und nicht schon von vornherein verkantet ist. Und dann dreht ihr langsam und vorsichtig die Lagerschale in den Rahmen hinein bis zum Anschlag. Entfernt euer Tool wieder. Obere Schale sitzt sauber drin. Ihr könnt es nochmal kontrollieren, nochmal von außen schauen, ob ihr wirklich da noch irgendwo einen Spalt seht. So, bei dir sah es ja recht einfach aus. Ich glaube, ich will es auch mal probieren. Das heißt, ich fädel es jetzt einfach vorsichtig von unten ein und dann einfach vorsichtig mit Gefühl rein. Genau. Ne? Merke ich einen Widerstand? Merke ich ein Klacken? Oder? Du merkst kein Klacken. Du merkst natürlich irgendwann, dass es nicht mehr weitergeht. Da nicht mit Gewalt weiterdrehen, dann auf jeden Fall kurz gucken, was Sache ist. Mhm. Normalerweise ist die Lagerschale dann auch schon im Rahmen drin. Ja, perfekt. Den Gabelkonus haben wir jetzt schon aufgeschlagen. Die Steuersatzschalen haben wir eingepresst. Jetzt bauen wir die Gabel wieder ein. Ganz wichtig ist, dass wir dann das Lager oben und unten schön fetten, dass einfach auch Wasser draußen bleibt und stecken dann alle nötigen Teile zusammen. Wir haben die Gabel ins Steuerrohr eingeschoben. Hier oben könnt ihr jetzt noch mal ganz gut den Spalt sehen. Also wir haben einen Innendurchmesser vom Lager 30 mm. Der Zentrierring gleicht dann eben halt den Abstand einfach aus. Den schiebt ihr drauf. Zu guter Letzt eben halt die Abdeckung drauf. Dann legt die nötige Menge an Spacern, die ihr braucht, einfach drauf und steckt den Vorbau drauf. Dann bei der Schraube von der Topcap mache ich immer noch mal ein bisschen Fett dran, dass sich das auch eben leichtgängig dreht. Genau, also wir montieren das jetzt erstmal nur mal vor in dem Zustand. Diese Schraube ist wirklich nur zum Einstellen von der Vorspannung da, hat eigentlich keine klemmende Wirkung in dem Sinn. So, der letzte Step wäre nochmal dann das Steuersatzspiel zu kontrollieren. Dazu kannst du eben nochmal deine Vorderradbremse ziehen, hier nochmal an der Lagerschale fühlen, ob das Ganze sich hin und her bewegt oder nicht. Wenn das soweit okay ist, ziehst du die Vorbauschrauben eben nach Herstellerangaben fest, also Newtonmeterangaben auf jeden Fall bitte beachten. Und dann bist du bereit für den Trail. Ja super, danke, dass du mir jetzt gezeigt hast, wie ich den richtigen Steuersatz finde. Ich würde sagen, Rad ist fertig, auf geht's und ich hoffe, ihr findet auch den richtigen Steuersatz. Ha ha ha.